Hallo Leute, wir sind hier gerade mit Zelda unterwegs und sollen sie an den Wachen vorbeischleichen, damit wir gemeinsam zum Turm der Götter fahren können. Denn wie es bei Prinzessinnen nun mal so ist, vor allem die Prinzessinnen von Hyrule, haben sie ein ungutes Gefühl und brauchen Rat. So, okay, na dann. So, was war das denn? Was machst du da? Das nervt. Okay, warte, dann führe ich sie mal ganz schnell hier hin. So, klappt das? Sorry, Mann. Tschüss! So, kann er hierher gucken? Ich hoffe ja nicht. So, den muss ich hier oben wieder ablenken. Na, du Spinner! Hier kommt keiner durch, Mann! Ich bin besonders wachsam! Okay, wenn du meinst, du... Was? Hab ich was zwischen den Zähnen? Voll geil. So. Seid ihr was geschafft? Freust du dich? Wo ist sie hin? Okay, ich glaube, wir haben es geschafft. Ah, aus der ganzen Wachzone hier raus. Geschafft! Wir sind aus dem Schloss draußen. Jetzt schnell zu dem Zug und dann zum Turm der Götter. Das hat ja ewig gedauert. Was ist denn los mit dir, Marcel? Na, ich musste... Prinzessin Zelda, was führt euch denn hierher? Guten Tag, Ferro. Wie geht es dir? Schade, dass du nicht mehr bei der Wache bist. Na, ich fühle mich geehrt. Aber wir können später über alte Zeiten reden. Ich frage euch jetzt ganz ohne Umschweife. Was macht ihr hier? Ist das irgendwie deine... Ist das irgendwie die Schuld von Marcel? Der kleine Spinner? Ich habe Marcel gebeten, mich aus dem Schloss zu bringen. Kommt mit uns zum Turm der Götter, Ferro. Wenn du mit dabei bist, kann mir nichts geschehen. Zum Turm der Götter? Warum? Wir haben jetzt keine Zeit zum Reden. Ich erkläre alles unterwegs. Aber wenn euch etwas zustößt, dann werde ich geköpft, Mann! Dafür bist du ja da, um mich zu beschützen. Man nannte dich schließlich nie einmal den besten Schwertkämpfer des Landes. Ja, aber das ist lange her. Ich lebe jetzt zurückgezogen und als einfacher Lokführer. Mehr will ich nicht sein. Aber da es der Wunsch meiner Prinzessin ist, werde ich mitkommen. Danke, Ferro. Na dann, Marcel, zum Turm! Auf zum Turm der Götter, los geht's! Das ist eigentlich doch mein Text! Ja, voll unterbrochen. Oh Gott! So, zum Glück ist es überhaupt nicht weit zum Turm der Götter, deswegen können wir einfach Vollgas geben. Obwohl, nee, können wir nicht. Es ist anscheinend Cutscene-mäßig, vorherbestimmt! Was zur Hölle? Alter, voll entgleist. Wir haben die da reingepasst. Na, ja, ganz toll. Prinzessin! Guck mal da! Was ist jetzt los? Muss ich Angst haben? Muss ich... Alter... Irgendeine Macht hat den Turm zerstört. Und lässt ihn ganz komisch herumschweben, die Einzelteile. Oh mein Gott, und das habe ich gemeint mit den Cutscenes. Ich hoffe, es ist soweit in Ordnung. Die sind ja meistens nie so lang und... Aber naja, die sind dann halt immer so komisch aufgeteilt. So, was ist los? Wir müssen schnell zum Turm. Aber anscheinend auch nicht immer so aufgeteilt. Oh mein Gott! Was war das denn? Sind wir mal zurück in die Zukunft Teil 3 oder wie? So, so, die Prinzessin macht einen Ausflug. Wie ungezogen. Minister? Oh mein, du hättest im Schloss bleiben sollen, Prinzesschen!
Oh mein Gott, deswegen hat er zwei Mützen getragen, wegen den Hörnern. Mein Name ist Gleis, früherer Minister von Gleis. Ich kann euch sagen, es ist sehr ermüdend, sich als Mensch auszugeben. Ich hatte vor, noch etwas Minister zu bleiben, aber ich denke, ich beschleunige meinen Plan. Und das ist deine Schuld, Prinzesschen. Du und deine unziemliche Neugier. Mit einem Kind und einem Lokführer als Beistand. Er bezeichnet Ferro einfach als Kind, was soll das denn? Wovon sprichst du? Das schmähliche Erbe der Götter, die Schienen. Aber nun, da diese elenden Schienen verschwinden, nun habe ich jede Menge Zeit für meinen Plan. Jetzt fehlt nur noch eine Sache. Und zwar... Dein königlicher Körper! Und ihm kommt Dampf aus der Nase. Oh mein Gott. Was, er will sie rapen? Vergiss es, Mann. Ich weiß zwar nicht, wer du bist, aber niemand bedroht die Prinzessin. Jetzt kriegst du es mit mir zu tun. Ihr Menschen! Ja, wir sind größer als du. Es reicht! Meine Familie dient dem Königshaus schon lange. Alter, genau, wer ist denn der Typ mit der komischen Freddy Krüger-Handschuhmachette? Ah, Delok! Es ist, wie er sagt. Es ist, wie er sagt. Er scheint stark zu sein. Aber er ist nicht mein Feind. Tschüss! Wer hat das gesagt von beiden? Ich habe keine Ahnung. Was redest du da? Okay, jetzt hat doch er. Wie ich schon sagte, du bist nicht mein Feind. Oh, warte, was zum... Ich hab voll weggeboxt. Ja, Delok, du weißt, wie man es spannend macht. Aber er ist nur ein Mensch, das ist nichts. Delok, wann wärst du denn, fühlt er sich cool, wa? Ah, Marcel! Stopp! Es reicht jetzt. Oh, dann klar, wir weggeflogen. Kommt nicht näher, bleibt weg von mir! Was? Na egal, wir haben, was wir brauchen. Gehen wir, Delok. Oh Mann. Warum haben die alle so beschissene Namen? Delok und Gleis. Ist nicht euer Ernst. In Schloss Hyrule. Wie das Bett einfach zu klein für ihn ist. Hat so einen Stuhl hingestellt. Oh, du bist wach. Alter, was passiert, Mann? Ferro, was mit Ferro? Bist du in Ordnung, Marcel? Ich kann mich nicht richtig bewegen. Dass mich dieser Kerl besiegt hat. Oh, was ist mit der Prinzessin? Du musst ihr helfen. Tja, Leute, und diesmal, auch wenn das Spiel so ein bisschen, naja, so ein bisschen eigentlich nicht, meiner Meinung nach, nicht zu den besten Zeldas gehört, aber darüber muss man ja jetzt nicht streiten, ist es trotzdem mal eine coole Wendung, denn Zelda ist hier mal eine der tougheren Zeldas, wie wir noch feststellen werden. Diesmal lässt sich nicht einfach entführen, nein, sie wird uns hier nahezu das gesamte Spiel lang unterstützen. Und es war richtig cool. So, Albert, was denn? Ich habe draußen Lärm gehört und nachgesehen. Die Schienen waren weg. In der Nähe des Schlosses haben wir dann euch gefunden. Der Lokführer ist verletzt. Er braucht jetzt ein bisschen Ruhe. Was ist denn eigentlich passiert? Also, der Minister ist ein fieser Sack. Nichts kann man anwählen. Der Minister ist also ein fieser Sack? Und der hat die Prinzessin entführt? Huhu, eine sehr drollige Geschichte. Was zum... Aber erfunden, oder? Nee. Das kann nicht sein. Es ist wahr.
Oh nein, die Prinzessin entführt! Wie schrecklich, wie furchtbar, was sollen wir jetzt nur machen? Ich muss sofort die Prinzessin in Kenntnis setzen. Ach, aber sie wurde entführt, verdammte Scheiße! Was sollen wir jetzt so tun? Buhuhuhu. Okay, da was wird wieder an uns hängen. Er ist außer Gefecht gesetzt, er kann nicht mehr klar denken. Okay, und was mit ihnen? Sie lachen uns aus, oder was? Ich weiß nicht, wovon du da redest, du Wicht. Die Prinzessin wurde nicht entführt und der Minister ist gar kein Ungeheuer. Och, Mann, Leute, wollt ihr mich alle verarschen? Ah. So, okay, warte mal. Jetzt will ich mich aber noch mal ein bisschen genauer am Schloss umgucken. Ach, was soll ich nur tun? Gibt es niemanden, der mich sehen kann? Jemand muss mir helfen. Genau, Leute. Zelda hat es nämlich irgendwie geschafft, aus ihrem Körper rauszukommen. Und sowas, also wurde deswegen quasi gar nicht richtig entführt. So, aber ich will mich jetzt halt echt nochmal... Ach, hier komme ich ja gar nicht lang. Warte mal, ich will mich auch trotzdem mal richtig umgucken. Ich hoffe, man lässt mich hier durch. Ja. Weil hier waren noch einige Räume, wo wir noch gar nicht waren. So, was bringt es mir denn, wenn ich hier rauskomme, obwohl ich ja da gar nicht lang kann? Ah, das bringt mich zu einem Schatz. Na, dann gib mal her. Oh, nice! Eine Marone! So, und hier sind wieder Bienen. Oh Gott. Da hau ich lieber ab. Da hab ich Angst, muss ich sagen. So, dann aber nochmal hier runter. Wo geht's denn? Erdgeschoss. Okay, hier waren wir auch noch nicht. Aber wir... Ah, hier gibt's auf jeden Fall einen Schatz, wenn wir auch anscheinend nicht weiterkommen. Zwacken! So. Ich kann doch gar nichts kaputt machen. Ich brauche eine Waffe, ey. So. Hallo, Sir. Vorsicht, davor lauern schreckliche Ungeheuer. Das ist kein Ort für einen Gruschel wie dich. Schnell auf deinen Posten. Im Schloss lauern Ungeheuer? Was zur Hölle? Egal, okay, haben wir uns soweit erstmal umgeguckt. Hier sind noch verschlossene Türen. Aber da soweit jetzt erstmal alles klar ist, folge ich mal der Prinzessin. So. Dum, bam, bam, bam. Messer wieder raus und wieder rein. Die Mucke. Hoffentlich kann sie uns mehr erzählen. Aber die Namen, ey, oder? Aber Leute, das wird noch besser. Ja, bei Gleis und D-Log bleibt es nicht. Warte mal, hast du nicht gerade irgendwas gemerkt? Ich könnte schwören, dass ich gerade eine Stimme gehört habe. Ich bin wahrscheinlich nur übermüdet. Heute gehe ich wohl besser früh schlafen. Ja, mach mal. Mann, Mann, Mann. So, erster Stock. Zelda? Er kann mich auch nicht sehen. Wundert sich nicht, dass er einfach durch Türen durchgehen kann. Zelda, wenn du ein Geist bist, dann ist es ein bisschen schwer, dich zu sehen. Aber wir sehen dich. Ich mach einfach mal... Hast du was gesehen gerade? Irgendwie habe ich das Gefühl, als wäre hier gerade jemand vorbeigekommen. So riesige Räume können schon unheimlich sein. Ich geh einfach mal hier rin. Ob ich die andere Tür auch einfach so aufgekriegt hätte? Ach so, jetzt bin ich hier. Ach so, das sind die Türen. Okay, gut. Dann wissen wir auch Bescheid. So. Zelda, wir können dich sehen. Bleib ganz ruhig. Marcel, kannst du mich sehen? Ja, ein bisschen durchsichtig, aber doch, man kann dich sehen. Ich muss mich bei Ferro entschuldigen. Und auch bei dir. Es tut mir so leid. Dass der Minister ein Diener des Bösen war, all die Jahre habe ich nichts bemerkt. Was, Jahre? Du hast es doch auch gesehen, Marcel. Wie sich der Turm der Götter verwandelt hat. Dass der Turm sich so seltsam verändert hat, das muss das Werk böser Mächte sein. Sie haben die Schienen verschwinden lassen. Bestimmt waren es Gleis und sein Helfer. Aber was haben sie nur vor? Was hat er davon, wenn die Schienen verschwinden? Na, er entfesselt quasi damit den Dämonenkönig. Ihr kennt doch die Geschichte. Und warum braucht er meinen Körper? Das wüsste ich allerdings auch nicht. Wozu das Ganze? Oh, Zelda hebt ab. Ich kann ja den Rock gucken. Wow! Oh, tut mir leid, dass ich so viel rede. Ich stehe etwas neben mir. Ich muss wieder zum Turm, Marcel. Ich muss mit der Weisen dort sprechen. Dieses Instrument ist die Flöte des Landes. Es ist seit Generationen in meiner Familie. Vielleicht schon seit der Gründung dieses Landes. Also es ist doch, das ist irgendwie alles merkwürdig. Die sprechen ja andauernd von mehreren Generationen, aber dieser Nico vom Anfang ist doch der aus Windraker. Warum ist der so alt? Warum lebt der noch? Voll mehrere Generationen überlebt. Okay. Es ist mein größter Schatz.
Ich kann es in diesem Zustand nicht mitnehmen, aber es gehört in meinem Vorfahren. Ich glaube, dass es mich schützen soll. Ich will nicht noch mehr von dir verlangen. Aber bewahre es bitte für mich auf, ja? Und gehst du bitte mit mir zum Turm? Außer dir habe ich niemanden mehr. Alles klar, Mann. Lächelt voll. Ich bin was Besonderes. Yeah, du hast die Flöte des Landes erhalten. Sie wird dir sicher noch einmal nützlich sein. Vielen Dank, Marcel. Lass uns aufbrechen. Ich werde dir in dieser Gestalt folgen. Oh yeah. Und nicht nur das, Leute. Sie wird uns nicht nur folgen, sie wird uns später halt auch richtig cool helfen. So, jetzt haben wir echt so ein... Oh mein Gott. Leute, guckt euch das an. Jetzt haben wir eine Flöte. Und diese Flöte, die bedienen wir, indem wir halt echt ins integrierte Mikrofon reinpusten. Ich probiere mal ein bisschen. Oh Gott. Nicht, dass ich andauernd, meine eigene Hand blockiert meinen Pustestopp. Wartet mal. Oh Gott, ey. Da erinnere ich mich an nervige Stellen zurück. Das war nervig, ey. Weil es auch nicht immer so geklappt hat. Wartet mal. Ah, bin ein Naturtalent, oder? So, so viel schon mal dazu. Das wird doch lustig. Warte, Marcel. Die Schienen sind ja weg. Aber wir haben ja nicht einmal einen Zug. Wie kommen wir denn zum Turm der Götter? Ah, ich weiß. Es soll einen Weg vom Schloss zum Turm der Götter geben. Aber selbst wenn das stimmt, hat ihn sicher lange niemand benutzt. Jedenfalls soll er irgendwo an der Rückseite des Schlosses sein. Wir sehen mal nach. So ein Zufall aber immer auch. Vielleicht hinter deinem Thron zufällig? Nee. So, hier sind schöne Blumen. Von mir sind die nicht. Okay. Hey, kann ich aus Fenster gucken? Ich sehe nur Wiese und Himmel. Ja, tatsächlich, viel ist hier wirklich nicht in den ganzen Umgebungen. Werden wir aber auch noch rausfinden. Da muss ich bestimmt einfach da runter. Nehme ich meine Abkürzung. Tür auf. Das ist da bestimmt da unten. Ich habe kein Schwert. Das ist doof. Wenn ich das da irgendwie... Na, wir gucken einfach mal. Weil immerhin hat das ja zur Rückseite geführt. So, sind wir hier richtig? Hallo? Ja, wollt ihr durch? Was willst du denn hier am hinteren Tor des Schlosses? Ohne Ausrüstung kann ich dich sowieso nicht durchlassen. Da draußen gibt es jede Menge gefährlicher Kreaturen. Das ist kein Platz für Kinder, schon gar nicht ohne Schwert, Mann. Die Wache hat recht, Marcel. Ohne Schwert zum Turm der Götter zu gehen, ist zu gefährlich. Vielleicht kann dir der Kommandant der Wache ein Schwert leihen? Du siehst jetzt ja wie ein Rekrut aus, also müsste das eigentlich klappen. Gut, okay, dann müssen wir nochmal zu dem Sprallo. Wo war der eigentlich nochmal? Ach ja, Der war ja gar nicht so weit entfernt. Dafür musste ich, glaube ich, aber... Wartet mal. Muss ich dafür runter? Ich glaube, ich muss da... Oh, das muss ich überlegen. Na, Marcel, so groß ist das Schloss ja nicht, ne? Was musst du da lange überlegen? So, doch hier. Hier. So, Tim, wir brauchen Ihre Hilfe, Mann. Sir, bitte? Was ist los, Rekrut? Ich soll dir ein Schwert leihen? Na klar! Du bist also ein Schwertkämpfer ohne Schwert, ja? Das kommt mir verdächtig vor. Bist du wirklich ein Rekrut? Du hast ehrliche Augen. Du solltest dein Schwert haben. Es war ein Trottel! Du hast das Rekrutenschwert erhalten. Berühre zum Angreifen deinen Gegner oder wische über den Touchscreen. Aber glaub nicht, dass ein Schwert allein schon einen Kämpfer ausmacht. Ein Schwert schärft unser Herz und beschützt uns. Sehen wir doch mal, ob du wirklich bereit bist. Ah, Training. Gut, beginnen wir mit dem Schwerttraining. Meine Jungs hier helfen dir, nur keine falsche Scheu. Zuerst der Anvisierhieb. Versuche jede Wache zweimal zu treffen. Falls du Fragen zu dieser Technik hast, frag mich einfach. Zack. Zack. So. Okay, ups. Antippen. Mann, komm schon. Watz. Oh Gott. Das wird was für das denn, Mann? Das ist hier kein Spielplatz. Führe den Anvisierhieb aus. Du musst das gewünschte Ziel einfach nur berühren. Okay. Zack. Komm schon. Hä? Achso, den soll ich gar nicht treffen. Ich soll nur den treffen. Achso. So. Hab ich getroffen? Ich berühre die ganze Zeit. Das bringt nichts. Mann. Hat's geklappt? Was ist denn los? Achso, du bist doch da. Achso, du bist jetzt wieder der Typ. Mensch. So. Der Anvisier ist die grundlegendste aller Attacken. Jetzt Wischhieb. Versuche jede Wache zweimal zu treffen. Okay. Jede Wache, okay. Ho. Warte, das war kein Treffer. So, getroffen. Ho. Hopp. Hopp. So. Ho. Hopp. Hopp. Yeah. Ah, genau so. Gut gemacht, Rekrut. Und jetzt die letzte Technik. Die Wölbe-Attacke. Die ist ganz schön schwer. Frag ruhig, wenn du nicht weißt, wie sie funktioniert. Dann Wölbe los. Yeah. So, geht das doch ganz einfach hier. Zack. So. Einfach eine Kreisbewegung machen. Badabadambau. Und geschafft. Sehr schön. Damit ist das Training beendet. Du wirst mal ein guter Kämpfer. Das Schwert hast du dir redlich verdient.
Wenn du wieder trainieren willst, dann kannst du jederzeit hier vorbeikommen. Alles klar, Leute, wir haben das Schwert. Also auch ideal, den Part zu beenden. Dann würde ich sagen, beim nächsten Mal gehen wir dann halt da ins hintere Schlossgebiet. Marcel, das hast du gut gemacht. Du hast ein Schwert besorgt. Jetzt können wir durch den Hinterausgang des Schlosses zum Turm der Götter. Gehen wir. Ich würde mir gerne auch ein Schildfeuer kaufen. Ich meine, die Kohle habe ich ja noch gar nicht, ne? Nee, verdammt mich. Aber okay, Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich beende den Part heute und beim nächsten Mal. Ja, wird spannend. Gucken, was uns beim Turm erwartet. Oh Gott, ey. Gleis und D-Lok. Ciao.